Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich weiß. Ich verbrachte 17 Jahre damit, es zu planen, auszuarbeiten, Monarch aufzubauen, weil ich wusste, was kommt und dass es nicht aufzuhalten war. Aber meine Schöpfung wurde gegen mich gewendet. Was bringt es, sie zu retten, wenn ich ihnen nicht trauen kann? Ich verliere mich in Schmerz und Wut. Die Krankheit wird schlimmer. Der CFR. Er hat mich so viel gekostet. Ich habe seine Kraft gebändigt. Mit ihm wird mein Plan funktionieren. Mit ihm kann ich das Licht leuchten lassen, wenn die Welt dunkel wird. Mr. Serene? Entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber ich habe den Abschlussbericht von Dr. Kims Labor. Gehen Sie in mein Büro, Soldat. Ich komme, wenn die Kammer versiegelt ist. Damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Quantum Break. Die Laborexplosion. Meine Medikamente, alles weg. Das Wichtigste zuerst. Ich muss die Kammer versiegeln. Der Kronon-Feldregulator, Williams kostbare Gegenmaßnahme. Ich muss ihn um jeden Preis beschützen. Das Rettungsboot hängt von ihm ab. Der CFR ist gesichert. Mr. Serene, ich bin in Ihrem Büro. Ich bin gleich da. Serene, Ende. Dieser Soldat weiß nicht, wie nah ich dem Ende bin. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, der Feind zu werden. Was das bedeuten würde. Für mich. Und für den Plan. Ich kann fühlen, wie es meine Gedanken infiziert. Du siehst auch nicht so gut aus. Also, du siehst fertig aus. Würde ich mal so sagen. Ich mich auch immer nach dem Kater. Ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Martin Hatch. Er hat mich benutzt all die Jahre. Denkst du? Wer hat mich noch verraten? Wie viele Verräter gibt es noch? Sie wollten, dass das Rettungsboot scheitert. Warum? Was war Ihre Agenda? Hochgehen. Wäre noch was irgendwo, womit wir interagieren können. Nö, tatsächlich. Ich wünschte, der Typ könnte schneller gehen, aber... Nee, er ist alt. Sank. Bin gleich da. Machen Sie Meldung. Sir, Sie hatten uns aufgetragen, das zerstörte Labor zu durchsuchen. Ihre Medikamente wurden zerstört, aber eine Dosis ist noch übrig. Das Gehäuse scheint beschädigt zu sein, aber mehr konnten wir nicht finden. Okay. Das Medikament ist hier. Jederzeit anwendbar. Halt mal her damit. Jetzt meine Medikamente. Aber beschädigt. Ob ich es nehmen kann? Sir? Das verstehe ich nicht. Oder ist das eine Falle? Ihr vertraut niemanden mehr. Noch ein Verrat. Das Medikament wird mich schwächen. Ist es das, was Sie wollen?
Kann ich Ihnen vertrauen? Gucken wir mal. Ich bin kein Verräter. Wir sind jetzt gleich. Und ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich auf die Mission konzentrieren. Das Rettungsboot. Ich kann alles zu Ende bringen. Ich habe noch Verbündete, denen ich vertrauen kann. Wirklich? Du musst einsehen, dass du mich nicht vom CFR fernhalten kannst. Letzte Chance zu gehen, Joyce. Liam Burke. Er würde uns verteidigen. Und Jack aufhalten. Der Plan könnte immer noch funktionieren. Andere Option? Was ist die andere Option? Ihr habt mich alle hintergangen. Für meinen Niedergang gesorgt. Und nun werde ich für den euren sorgen. Meine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt gibt es ein Gleichgewicht. Chaos. Es fällt alles in sich zusammen. Sie arbeiten gegen mich. Sie kämpfen gegeneinander. Du musst in Serenes Büro gelangen. Er hat direkten Zugang zum CFR. Okay? Joyce schließt den Riss, rettet die Welt und wir gehen alle glücklich nach Hause. Charlie Wincott. Noch so ein Schwächling. Ein Verräter, der sich auf Jacks Seite geschlagen hat. Ich kann sie leiden lassen. Ich kann sie alle leiden lassen. So, Antwort A. Serene hält an seinen Motiven fest und versucht ein letztes Mal seinen Plan in die Tat umzusetzen. Serene hört auf, gegen sein Kronon-Syndrom anzukämpfen. Er verliert den Glauben an seinen Plan und an den Monarch. Da wir versuchen, Serene zu schaden und alles, also dass Serene alles Negative passiert, nehmen wir Antwort D, ne? Weil wenn er alleine dasteht und alles, dann kann es ja nur schief gehen. Ne? Hoffentlich. Sir, alles in Ordnung? Wer hat Sie angestiftet? Sir, Sie haben uns den Befehl gegeben, Dr. Kims Labor zu durchsuchen. Für wen arbeiten Sie? Für Sie, Sir! Lügner! Was zum Teufel? Alles klar. Och. Jeder von ihnen. Es könnte jeder sein. Ich muss. Oder langsam lassen. Verrückt. Ich bin mal gespannt, wie meine Freunde entschieden haben und die Community. Die Bradbury schwimmen alle. Wird mir das angezeigt? Ich hoffe. Ja, es wird mir angezeigt. Oh. Oh, okay. Ja gut, das ist eine überraschende Wendung. Keiner hat das, also hat, also die an, also meine anderen beiden Freunde haben mit Kontrolle genommen. Und ja, ich bin auch nur bei 28% der Community, sind der gleichen Meinung wie ich. Jo, das ist schon ein krasses Ergebnis, ne? Paul Serene ist durchgedreht. Und meine Medikamente? Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Und hier kommen wir ins Spiel. Guten Abend, Dr. Emerald. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, nur wenige Minuten vor der Explosion. Sophia ist loyal. Wenn wir bald den Nullzustand erreichen, schulde ich es ihr. Dr. Holden, das Protokoll wurde eingeleitet. Liam? Ja. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich.
Dass wir uns das nicht angucken, das dauert wieder ewig lange. Oh, Ende von Episode 4. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Haut rein. Ciao.